Angst kennt jeder. Es ist eine ganz normale Reaktion, Grundemotion, die wir haben. Angsterkrankungen entstehen, wenn die Angst viel zu häufig auftritt oder viel zu lange anhält oder einfach ausgelöst wird, wenn keine reale Gefahr entsteht und wenn ganz klar das Leben einfach stark beeinträchtigt ist. So gibt es Menschen, die durch Angst einfach nicht mehr aus dem Haus sich trauen, nicht mehr einkaufen können, nicht mehr Leute treffen. Da würden wir von einer Angsterkrankung sprechen. Angsterkrankung ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Wir reden von bis zu 14% aller Menschen in Europa leiden an einer Angststörung. In der Behandlung von Angststörungen haben wir mehrere Möglichkeiten. In der Psychotherapie gibt es unterschiedliche Verfahren. Der beste erforscht ist Verhaltenstherapie. Also was wir machen in der Behandlung von Angstpatienten ist zuerst mal verstehen, wie diese Angst entstanden ist und dass der Patient auch versteht, welche Konsequenzen für sich zieht. Und wenn das entstanden ist, dann unterstützen wir die Patienten, sich auseinanderzusetzen mit was ihnen Angst macht, in einem geschützten und sicheren Rahmen. Das Schöne dabei ist, wenn es gut vorbereitet ist und durchgeführt wird, haben wir bis 80% Patienten einen Erfolg in der Therapie, der auch langfristig anhält.